Ich habe letztens mal nachgedacht, weil viele haben gesagt, hey, mach bitte keine Facecam, ich habe ein Bild im Kopf und möchte nicht, dass es zerstört wird und so weiter und so fort. Unten habt ihr 3 Kommentare in den Kommentaren. Ihr habt die Möglichkeit, ein Däumchen nach oben bei diesen Kommentaren zu geben. Hallöchen, ihr Unfing. Und willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack, heute um 14 Uhr am Mittwoch, wenn ich mir die Öre jab, am Mittwoch. Und heute haben wir wieder die Eisli dabei. Hallo. Hallo. Und die findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ganz oben ist sie zu finden. Geht einmal mal drauf, schaut vorbei, denn die Eisli, die macht auch YouTube und hat da ein paar chillige Projekte, wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen sollt. Ich bin auch ab und zu mal dabei, deswegen nicht verpassen. So, jetzt aber, habe ich ja gesagt, letzte Folge, ich möchte über das Thema Facecam quatschen. Aber bevor, okay, werdet ihr wahrscheinlich danach. Schaut auf jeden Fall nach diesem Video oder jetzt. In den letzten beiden Folgen, und zwar Folge 122 und 123, wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass ich mich in den Zahlen vertue. Auf jeden Fall die Folge von Sonntag und die von Dienstag vorbei. Denn da habe ich über das Thema nach Köln ziehen gequatscht. Also ich nach Köln ziehen und über das Thema ein eigenes YouTuber-Haus. Im Sinne von mit anderen YouTubern zusammenziehen gequatscht. Ich werde nicht zu viel erzählen, was ich erzählt habe, denn dafür sind die Folgen ja da. So. Ich wollte auf jeden Fall verzaubern. Es geht ums Thema Facecam. Ihr habt bestimmt schon gesehen, unten die Kommentare sind deaktiviert. Das hat natürlich einen Sinn, denn ich möchte ein paar Dinge von euch. Ich muss ganz kurz gucken, hier ist Fire Protection, das möchte ich nicht haben. Das kriegen wir auf dem Brustpanzer, da kriegen wir Protection 3. Protection 3 und Protection und Unbreaking. Und hier haben wir Protection 4. Haben wir ein Protection 3 Buch, können wir eins herstellen? Das wäre ganz chillig. Was ist denn Lure? Moment, das google ich. Lure. Minecraft Lure Enchantment. Verzauberung. Minecraft Wiki. Okay, Gamepedia. Lure. Ich glaube, die meisten Zuschauer haben jetzt halt auf der Zunge. Willst du Facecam machen? Ja, ich wollte ja alle wissen, ja? Und du redest einfach nicht weiter. Achso, das ist für den Dingensrod, das wollt ihr nie haben. Efficiency wollen wir eigentlich auch nicht. So, einen Bogen nochmal gucken. Power 4. Damit bin ich zufrieden. Power 4 und Flame 1. Wunderschön. Das ist perfekt. Guck mal, jetzt kann ich hingehen im Amboss hier. Das machen wir später. Den Helm will ich erst noch verzaubern. Unbreaking und Fire Protection 3. Perfekt. Perfekt, ich bin glücklich. Ohne Scheiß. Das wollte ich haben. Das wollte ich haben. Guck mal, jetzt haben wir schon mal den Brustpanzer und wir haben... Bin ich eigentlich maximal pigmentiert? Scheiße, das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte gar keinen Helm. Warum habe ich meinen Helm verzaubert? Ich wollte meinen Helm noch gar nicht verzaubern, Mensch. Nein, maximal pigmentiert, das ist scheiße. Das ist, das vergessen wir wieder. Scheiße. Ich habe dezent verkackt, das wollte ich gar nicht haben. Ja, YOLO. Jetzt verzaubern wir einmal noch ein paar Bücher. So, ihr wisst, Thema Basecam. Denn ich wollte, ich habe vor ein paar Tagen überlegt, was zum Thema, also ich überlege oft über das Thema Facecam, weil ihr fragt immer wieder und teilweise ist es schon, viele fragen, ist es eigentlich nervig, wenn so viele Leute nach Facecam fragen? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, mit der Zeit ist es nervig, also weil immer... Okay, wenn immer wieder die gleichen Leute fragen, ist es besonders nervig, weil man hat es irgendwann mal gesagt, Leute, hier, nix, Facecam hat seinen Grund und ich habe da keine Lust und so weiter und so fort und dann fragen die Leute ein paar Sekunden später wieder und das stresst halt ein bisschen auf Dauer. Ich kann es verstehen, wenn mal jemand fragt, hey, warum machst du eigentlich keine Facecam oder machst du irgendwann Facecam, was ist ich? Ist ja alles schön und gut, aber wenn die Leute immer wieder fragen. Leute, ich habe gesagt, ich mache es dann, wenn ich Bock drauf habe, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt machen werde. Es geht mir einfach darum, dass ich daran Lust haben muss, nicht ihr. Weil viele können das nicht akzeptieren. Die verstehen das nicht, können das nicht nachvollziehen, dass ich keine Facecam mache. Und ich sage da einfach ganz klar, Leute, ich mache das dann, wenn ich Bock drauf habe. Ich habe nicht im Moment kein... Was willst du denn von mir? Ich habe keine Lust im Moment, in dem Sinne, sagen wir, vor der Kamera rumzuhampeln. Es geht einfach darum, da habe ich auch schon mit vielen drüber gequatscht. Viele haben mich gefragt, hey, warum machst du eigentlich keine Facecam? Also viele andere YouTuber... mit denen habe ich schon drüber gequatscht. Alter, was wollt ihr denn? Da kommen so viele von. Die haben schon mit mir drüber geredet und gefragt, hey, warum machst du eigentlich keine Facecam? Und habe ich es halt erklärt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, Facecam zu machen, einfach aus dem Grund, dass ich keine Lust habe, vor der Kamera rumzuhampeln. Weil die Sache ist, ich kann ja nicht so hier rumsitzen, weil jetzt gerade sitze ich hier wie der letzte Assi.
man muss halt drauf achten, wat, wie sieht man aus? Sieht man aus wie letzte Scheiß? Kommst du gerade aus dem Bett, siehst aus wie, keine Ahnung, als wärst du irgendwo gegengelaufen. Du musst halt drauf achten, was du tust. Und, weil ich persönlich würde es nicht gut finden, wenn ich da irgendwie vor der Kamera sitze und da irgendwie, keine Ahnung, wie der letzte Depp gucke und eigentlich total uninteressant und desinteressiert, keine Ahnung. Das würde sich auch keiner angucken wollen. Und deswegen habe ich da im Moment halt nicht so wirklich Lust drauf. Und ich hoffe, ihr akzeptiert das. Aber jetzt mal zum Punkt, warum die Kommentare auch deaktiviert sind. Ich habe letztens mal nachgedacht, weil viele haben gesagt, hey, mach bitte keine Facecam, ich habe ein Bild im Kopf und möchte nicht, dass es zerstört wird und so weiter und so fort. Unten habt ihr 3 Kommentare in den Kommentaren. Ihr habt die Möglichkeit, ein Däumchen nach oben mal diesen Kommentaren zu geben. Deswegen machen wir so eine Art Voting. Dieses Voting ist nicht dafür da, dass ich dann Facecam mache. Wenn dieses Voting so und so viel bekommt, heißt es nicht, dass ich dann automatisch Facecam mache, sondern ich interessiere mich nur für eure Meinung. Und so haben wir einmal, und zwar, viele haben gesagt, sie haben ein Bild von mir im Kopf, oder es gibt einfach viele Leute, die haben ein Bild im Kopf, wie ich aussehe oder wie ich halt reagiere, drauf bin, wie ich aussehe, wenn ich am Ausrasten bin, was weiß ich. Und da würde einfach was kaputt gehen, wenn ich Facecam machen würde und man wissen würde, wie ich aussehe, was weiß ich. Das war bei einigen YouTubern schon so, als sie Facecam gemacht haben, dass die sagen, wir abgestürzt sind und weniger Klicks danach hatten, weniger Aufrufe, weniger Reichweite. Weil man hatte einfach, das hatte ich bei ein, zwei YouTubern auch, man hatte einfach ein Bild von diesem YouTuber im Kopf. Und in dem Moment, wo sich das reizt natürlich auch, in einer Art und Weise, sich das immer wieder anzugucken. Aber in dem Moment, wo dann dieser YouTuber Facecam macht und dahinter nicht das sitzt oder komplett das Gegenteil sitzt, als das, was man erwartet hat, dann geht einfach irgendwas verloren und man guckt es nicht mehr. Deswegen interessiert mich, würde ich gerne von euch wissen, wie viele von euch haben ein Bild im Kopf? Alter, was war das denn? Warum bin ich so viel losgespeedet? Wie viele von euch haben ein Bild von mir im Kopf und möchten nicht oder wären enttäuscht, wenn dieses Bild nicht dem entspricht, was ihr euch vorgestellt habt? Also wer von euch würde zum Beispiel nicht mehr weitergucken? Wem von euch ist es total egal, ob Facecam, ohne Facecam, wen von euch juckt das überhaupt nicht? Wer von euch möchte unbedingt, dass ich Facecam mache, unbedingt sehen, wenn ich manchmal da ausraste, was weiß ich? Ich muss sagen, es ist nicht immer so wirklich spektakulär. Okay, ich muss also sagen, wenn ich hier so jetzt gerade am Erzählen bin, ich bin die ganze Zeit am Rumgestikulieren hier, am Hände wackeln und hier Gestiken und keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe schon oft von irgendwem gehört, oh, das sieht voll lustig aus, wie du da rumgestikulierst. Oh, und die auch jetzt gerade. Mhm. Ja. Von mir Glück, auch schon mal. Ein Glück habe ich gerade keine Facecam an. Das sieht man total bescheuert. Und wer von euch wünscht ihr es einfach? Wer von euch ist es egal, was ihr für ein Bild habt und bleibt immer treu und immer dabei? Kauft einmal die Kommentare, ich weiß noch nicht genau, was ich da schreibe, auf jeden Fall schaut da vorbei und drückt da, was für euch entspricht, ein Däumchen nach oben. Einfach, weil mich das interessiert. Nicht, weil ich jetzt Facecam machen möchte, sondern einfach, weil mich das interessiert. Aber so. Ich weiß schon, wie das ausgehen wird, das Voting. Icy hat schon einen Vorschlag, aber wir wollen jetzt nicht die Leute beeinflussen. Icy hat schon eine Idee, wie das Ganze aussehen könnte und ich lasse mich da echt überraschen. Ich weiß auch ungefähr, wie das ausgehen würde. Aber ich lasse mich da echt überraschen, weil ich möchte einfach wissen, was für eine Masse oder... Gut, sagen wir, das Video hat im Schnitt 20.000 Aufrufe. Also das Video hat 20.000 Aufrufe. Es werden nicht 20.000 Leute hingehen und da abstimmen. Aber es sind viele Leute, die das tun, die abstimmen würden. Deswegen interessiert mich einfach für die, die abstimmen möchten, was ist eure Meinung zu dem Thema und wie steht ihr dazu? Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt einfach in die Kommentare guckt und unten ein Däumchen nach oben geht, was bei euch ein Däumchen nach oben macht, was bei euch am meisten zutrifft. Ihr könnt natürlich auch bei mehreren Kommentaren ein Däumchen nach oben geben. So ist es ja nicht. Ja, jetzt habe ich viel gequatscht und meine Luft geht langsam aus. Aber deswegen den Aufrufen habe ich den Leuten gleich den Wind aus den Segeln genommen. Deswegen habe ich von vornherein Facecam gemacht. Und nicht irgendwann mal dann. Genau, Icy macht nämlich auch Facecam, deswegen auch mal da vorbeischauen. So, denn darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich wollte nur darauf. Ich wollte aber eben schon drauf hinaus, weil viele fragen auch, oh, wie sieht Icy das? Viele Leute ohne Scheiß, auch wo ich das von Balui, das Weihnachtsspecial hochgeladen hatte, wo Balui da Facecam gemacht hatte, haben viele, oh, ich wusste gar nicht, wie Balui aussieht, oh, so sieht Balui aus. Und generell, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie jemand aussieht, geht auf deren Kanal und guckt einfach mal nach in irgendwelchen Videos. Balui hat schon so oft Videos gemacht, wo er sich zeigt, wo er Videos von sich macht. Also, ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach mal selber nachgucken. Riol hat die Schnauze. Riol spammt hier total, das geht überhaupt nicht klar. Ja, generell würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei der Icy, auch bei Balui. Wie komme ich jetzt auf Balui? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wegen Facecam. Achso, wegen Facecam, genau. Nee, einfach mal vorbeischauen generell bei den Leuten und gucken. Vielleicht findet ihr da selber was raus. Nein, bei mir werdet ihr kein Facecam-Video finden. Aber apropos Facecam, ich habe hier ohne Scheiß so viele Videos, die ich unbedingt schneiden möchte. Zum Thema Facebook, Facecam und Real Life rumschwören. Ich habe Let's Abspiel. Viele haben auf Let's Abspiel gewartet. Wer das Hexe Together von damals so kennt. Da haben wir das Let's Abspiel ins Leben gerufen. Und das haben wir wirklich aufgenommen. Wir haben 5-6 Videos Let's Abspiel aufgenommen. Und die muss ich noch schneiden. Wir haben auch Let's Pizza Bug aufgenommen. Und all so ein Scheiß. Und da muss ich mal gucken, wann wir das, wenn dann, releasen werden. Das muss auf jeden Fall alle noch geschnitten werden. Das sind so viele Videos. Und da habe ich halt auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe so viele Sachen. Ich habe so viele Sachen auf Platte, die ich noch alle nochmal schneiden müsste, wo ich da wirklich Lust drauf habe. Das wird cool. Das wird lustig. Vor allem die Gamescom-Videos. Die kommen dann, wenn Porkshop Media ihr neues Intro haben. Dann kommen die Gamescom-Videos. So machen wir das jetzt. Jetzt hast du schon wieder was gesagt. Schön. Ja, jetzt habe ich wieder was gesagt. Und morgen macht Andi das Intro fertig. Yeah! Oder war das Däumchen? Ich weiß gar nicht mehr. Gut, Leute, ich würde sagen, ich verzauber den Rest hier offscreen, weil da kann ich mich nicht so viel konzentrieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, in der letzten Folge schon bei Linecast mal vorbeischaut. Die haben nämlich eine neue Tastatur draußen und auch ein neues Headset. Und die ist bunt. Genau, die ist, bunt ist sie nicht. Die ist nicht doch, bunt. Doch, ich habe doch das Video gesehen. Nein, die ist weiß beleuchtet. Aber kann man da nicht Farben einstellen? Ich meine nicht. Aber es kommt was. Mehr darf ich nicht verraten. Es kommt aber noch was. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, auch wenn ihr bei Nitrado vorbeischaut, denn mit Nitrado gibt es demnächst auch ein chilliges Event. Ja, Nico. Was macht der da? Soll ich nicht irgendwo. Achso, es gehen ja gleich Leute bei Nico besuchen. So, Leute, whatever. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schaut bei IC vorbei. Die findet ihr, wie am Anfang des Videos schon gesagt, unten in der Beschreibung, ganz oben. Und ganz wichtig, votet in den Kommentaren ab. Stimmt darüber ab. Was ihr zum Thema Facecam haltet, hört bitte auf, ständig nach Thema Facebook zu fragen, Facecam zu fragen. Denn auf Dauer ist es halt ein bisschen sehr stressig. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Videos vorbei. Black Ops Zombie, Leute, Black Ops Zombie. Schaut da bei den Videos vorbei. Heute um 13. Um 13 Uhr ist es schon online. Black Ops Zombie, schaut da mal vorbei. Das ist mein wirklich Lieblingsspiel, mein Lieblingsprojekt. Ich liebe dieses Projekt und Spiel und es macht einfach so viel Spaß. Das ist wirklich wieder ein Projekt, wo ich sage, da habe ich am allermeisten Spaß dran. Auch wie mit Shine, aber Black Ops Zombie, da steckt echt Herzblut von mir drin. Deswegen, schaut da vorbei, haut da rein, bis morgen. Tschüss.